Es sind Fälle, die um die Welt gehen. Vermisstenfälle. Schließlich gibt es kaum etwas Mysteriöseres, kaum etwas Rätselhafteres und kaum etwas Tragischeres, als wenn Menschen urplötzlich und scheinbar ohne Vorwarnung verschwinden und dann wie vom Erdboden verschluckt sind und das meistens für Jahre oder sogar für immer. Übrig bleiben dann nur die meist weltbekannten Namen der vermissten Personen. Natascha Kampusch, Madeleine McCann oder Rebecca Reusch. Erstaunlicherweise gab es im Laufe der Geschichte und sogar in den letzten paar Jahren auch einige Fälle von prominenten und sogar weltberühmten Personen, die auf mysteriöse Weise verschollen sind. Einige davon sind mit ziemlicher Gewissheit heute nicht mehr unter den Lebenden, während man sich bei anderen ziemlich sicher ist, dass sie lediglich abgetaucht und noch wohlauf sind. 6 dieser spektakulären Fälle stellen wir euch heute in diesem Video vor. Mit dabei sind bekannte deutsche Promis, Schauspieler und viele weitere. Daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, über welche Themen und Personen wir eurer Meinung nach unbedingt mal ein Video machen sollten. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 6 kommen wir nicht nur zu einer der berühmtesten, sondern auch zu einer der reichsten chinesischen Prominenten aller Zeiten. Gemeint ist die Schauspielerin Fan Bingbing, die unter anderem in Blockbustern wie Iron Man 3 und X-Men Zukunft ist Vergangenheit zu sehen war. In China genoss oder genießt Bingbing daher einen extrem hohen Status und gilt als eine der berühmtesten Personen des Landes, vergleichbar mit einer Beyoncé in den USA. Umso erstaunlicher waren die Ereignisse, die sich um ihre Person im Sommer 2018 abspielten. Nach einem Leak in den sozialen Medien wurde nämlich öffentlich, dass die Schauspielerin jahrelang Verträge für ihre Filme gefälscht hatte. Diese gefälschten Verträge ließ sie dann den chinesischen Behörden zukommen, um Steuern zu hinterziehen, indem sie falsche Angaben machte, was ihre Gagen betraf. Wenige Tage nach diesem Leak, am 1. Juli 2018, verschwand die Schauspielerin dann spurlos. Weder Medien noch Angehörige machten irgendwelche Aussagen zu ihrem Verbleiben. Sie galt offiziell als verschollen. Auch wenn es eine Möglichkeit ist, dass sie abgetaucht ist, um den Strafen der chinesischen Regierung zu entgehen, ist es auch eine Möglichkeit, dass sie von den chinesischen Steuernfahndern in Gewahrsam genommen wurde. Eine Taktik, die in dem autoritären Staatssystem von China nicht ungewöhnlich ist. So wurde beispielsweise auch der bekannte Künstler Ai Weiwei vor einigen Jahren von der Regierung für 3 Monate in Gewahrsam genommen, ohne dass irgendjemand davon wusste. Dazu passt auch, dass die chinesischen Behörden ein Statement ablegten, dass Fan Bingbing die Strafzahlungen zahlen würde. Von der Schauspielerin selber sah man seit ihrem Verschwinden jedoch nichts mehr. Kommen wir zur Nummer 5, und zwar zu Richie Edwards. Als Gitarrist und Songwriter der Band Manic Street Preachers war Edwards in den 90er Jahren ein gefeierter Rockstar. Er fiel vor allem durch seine düstere Persönlichkeit und seine ungewöhnlichen PR-Stunts auf. Im Februar 1995, von einem Tag auf den anderen, verschwand er dann urplötzlich. Zunächst hätte man glauben können, dass es sich um eine weitere seiner wahnwitzigen Aktionen handelte. Allerdings tauchte er nicht mehr auf. Auch wenn damals viele Menschen glaubten, dass er sich höchstwahrscheinlich das Leben genommen habe, da sein Auto in der Nähe einer Brücke zwischen Wales und England gefunden wurde, gibt es auch einige Indizien, dass er möglicherweise absichtlich abgetaucht ist. Außerdem wurde er noch im gleichen Monat in einem Passamt gesehen, in dem er scheinbar irgendwelche Reisedokumente beantragte. Noch Jahre nach seinem Verschwinden berichteten außerdem Leute, ihn unter anderem in der indischen Stadt Goa und auf spanischen Inseln gesehen zu haben. Auch wenn er im Jahr 2008 offiziell für tot erklärt wurde, ist daher bis heute nicht klar, ob Richie Edwards abgetaucht ist, um irgendwo anders wieder aufzutauchen oder für immer unter Wasser geblieben ist. Als nächstes kommen wir zu einem der berühmtesten Autoren aller Zeiten. Und zwar zu dem Franzosen Antoine de Saint-Exupéry, besser bekannt als der Typ, der den kleinen Prinz geschrieben hat. Auch wenn er mit Sicherheit heute verstorben ist, immerhin wurde er schon im Jahr 1900 geboren, galt er viele Jahre lang als verschollen und findet sich daher auf dieser Liste. Neben seiner Tätigkeit als Autor war Antoine de Saint-Exupéry zu seinen Lebzeiten nämlich auch ein begeisterter Hobbypilot. Als er Mitte, Anfang 40 war, wurde seine Nation Frankreich dann in den Zweiten Weltkrieg vermittelt. Aus Solidarität dem französischen Militär gegenüber meldete er sich damals freiwillig als Pilot.
Aufgrund seiner Unerfahrenheit mit den Militärflugzeugen und den militärischen Abläufen generell war er allerdings mehr Ballast als Hilfe. So hatte er zu seiner Zeit als Pilot gleich mehrere Bruchlandungen, eine davon beispielsweise auf einer Olivenplantage. Im Jahr 1944 brach er dann mit dem Flugzeug zu seiner insgesamt 10. militärischen Mission auf und flog daher eine Route über das Mittelmeer. Allerdings kehrte er nie wieder zurück. Nach seinem Verschwinden fand man nämlich weder sein Flugzeug, noch war irgendetwas von ihm zu hören. Über 5 Jahrzehnte galt er somit als vermisst und auch heute ist nicht klar, was aus Antoine Saint-Exupéry geworden ist. Möglich ist, dass er mit seinem Flugzeug verunglückte. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass er irgendwo in der Pampa Bruch landete. Wie dem auch sei, sein Vermächtnis, eines der legendärsten Kinderbücher aller Zeiten, begeistert bis heute Millionen von Menschen. Die Nummer 3 belegt Daniel Kübelböck, dessen Verschwinden im Mai 2018 eine regelrechte Welle der Berichterstattung auslöste. Zuletzt gesehen wurde der Sänger, der bereits im Jahr 2003 den 3. Platz in der 1. Staffel von DSDS belegte, auf einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York, und zwar auf dem Kreuzfahrtschiff Aida Luna. Nicht weit von New York entfernt, in den Gewässern von Neufundland, ging er damals allem Anschein nach jedoch über Bord. Auch wenn es davon keine Augenzeugen gibt, konnte er ab dem 9. September nämlich nicht mehr auf dem Kreuzfahrtschiff vorgefunden werden. Danach begann dementsprechend eine umfassende Suchaktion nach dem Sänger, die allerdings erfolglos blieb. Auch wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass Kübelböck seine letzten Tage auf der Aida Luna verbrachte, gilt er bis heute als verschollen. Die wahrscheinlich plausibelste Theorie hinter seinem Verschwinden ist, dass er sich selbst über Bord stürzte. Dazu passen auch die Berichte einiger Passagiere, dass er während der Kreuzfahrt sehr auffällig war und beispielsweise selbst Gespräche führte. Außerdem ist über ihn bekannt, dass er immer wieder mit depressiven Symptomen zu kämpfen hatte, die laut seiner eigenen Biografie unter anderem mit seiner Kindheit und seiner damals sehr lieblosen und aggressiven Mutter zusammenhingen. Darüber hinaus war er laut eigenen Angaben auch Opfer von Mobbing, beispielsweise auf der Schauspielhochschule, die er noch wenige Monate vor der Kreuzfahrt besuchte. Möglicherweise ist sein Fall also damit zu erklären, dass Kübelböck unter den psychischen Belastungen seiner schweren Vergangenheit zusammengebrochen ist. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem weiteren außergewöhnlichen Vermisstenfall und damit zu einer Besonderheit auf dieser Liste. Denn ehrlich gesagt handelte es sich bei dem Vermissten in diesem Fall vor seinem Verschwinden nicht um einen Promi. Erst durch sein mysteriöses Verschwinden wurde sein Fall und damit auch sein Name der breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Rede ist von Lars Mittag, einem 28-jährigen Deutschen, der im Sommer 2014 verschwand. Vor seinem Verschwinden war Mittag damals mit einer Gruppe von Freunden nach Bulgarien in den Urlaub geflogen. Am letzten Tag der Reise kam es dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der er sich einen Trommelfellriss zuzog. Aufgrund der Verletzung ging er also zu einem bulgarischen Arzt, der ihm ein Medikament verschrieb und ihm sagte, er könne den Rückflug noch nicht antreten. So plante Mittag also einen Tag länger in Bulgarien zu bleiben und erlaubte seinen Freunden nach Hause zu fahren. In der Nacht, die er daraufhin alleine in einem günstigen Hotel verbrachte, kam es allerdings zu merkwürdigen Vorfällen. Er rief mehrmals seine Mutter an und war panisch. Mitten in der Nacht verließ er dann das Hotel, weil er das Gefühl hatte, dort würde etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Am nächsten Morgen tauchte Mittag dann mit seinem Gepäck auf den Überwachungskameraaufnahmen des Flughafens auf. Dort war zu sehen, dass er scheinbar ziemlich ruhig zum Flughafenarzt ging. Wenige Minuten später rannte er dann panisch und ohne sein Gepäck aus dem Flughafen heraus. Augenzeugen berichteten, wie er am Rande des Flughafengeländes dann über einen 2 Meter hohen Zaun kletterte und in einem Feld verschwand. Seitdem gab es nie wieder eine Spur von Mittag, sodass sein Fall bis heute einer der kuriosesten Vermisstenfälle Deutschlands bleibt. Grund genug, dass er seinen Platz auf dieser Liste verdient hat, auch wenn Mittag vor seinem Verschwinden keinerlei prominenten Status hatte. Auf der Nummer 1 kommen wir zu einem weiteren deutschen Fall, der sich im Jahr 2018 ereignete. Die Rede ist von dem Verschwinden von Karl Erivan Haub, welcher zu seinen Lebzeiten der Vorsitzende der berühmten Unternehmensgruppe Tegelmann war, zu der unter anderem Handelsketten wie Obi, Netto, Teddy, Kick und Kaisers gehören. Aufgrund seiner Anteile an dem Familienunternehmen galt er daher als einer der bekanntesten Milliardäre Deutschlands, bis sich im April 2018 etwas Tragisches ereignete.
Haupt, der privat Marathon lief und Ski fuhr, trainierte damals für ein Skibergsteigerrennen in der Schweiz. Bei einer normalen Trainingsrunde am 7. April 2018 verschwand er dann spurlos. Trotz monatelanger Suchaktion nach dem vermögenden Unternehmer fand man bis heute keine Spur von ihm. Höchstwahrscheinlich ist er gestürzt oder möglicherweise sogar einer Lawine erlegen. Was sich genau ereignete, bleibt uns aber wahrscheinlich für immer verborgen. Und das war's, der letzte von 6 außergewöhnlichen Vermisstenfällen prominenter Personen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, ansonsten abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und schreibt uns wie gesagt gerne eure Themenideen und Anregungen in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.